der Rebels MC gegen die Rock Machine Nomads. Eine Auseinandersetzung, die die Unterwelt in Australien schockierte. 10 Jahre nach der Fehde passierte dann auch noch das Unfassbare. Der Rebels-Boss Nick Martin wurde durch einen Hitman tödlich verletzt. Die Behörden wussten, dass es sich dabei um einen Profi handeln musste. An der Weise, wie die Tat geschehen war, das Täterfeld konnte auch weit sein. Denn als Boss eines Rockerclubs kann man sich viele Feinde machen, doch darauf gehen wir ein bisschen später ein. Doch bevor wir in das Video starten, der beste Weg, um meine Arbeit auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Lust auf Geschichten aus der Unterwelt habt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Damit starten wir in die Geschichte. Der mysteriöse Tod von Rebels-Boss Nick Martin schockierte die ganze Nation, denn es passierte auf einem Familienevent in Westaustralien, als Schüsse fielen. Tausende Personen waren Zeugen, wie der Boss der Rebels tödlich verletzt wurde. Wenn man sagt, dass Schüsse fielen, ist das übertrieben, denn um genau zu sein, es fiel exakt ein Schuss. Das Atemberaubende ist, dass der Schuss von einer Entfernung von 335 Meter abgegeben wurde. Das hinterließ natürlich auch viele Fragen bei den Behörden, denn kein gewöhnlicher Gangster wäre in der Lage dazu, einen Schuss aus dieser Reichweite so präzise abzugeben. Daher gingen alle davon aus, dass es ein professioneller Hitman gewesen sein muss. Aber durch den Tod gab es auch andere Gedanken bei den Behörden. Hätte es sein können, dass ein verfeindeter Rockerclub den Hitman angeheuert hatte und standen sie somit wieder kurz vor einem Rockerkrieg? Die Behörden mussten natürlich sofort die Ermittlungen aufnehmen, denn die Lage war ernst. Die Bevölkerung wollte antworten und auch die Behörden selber brauchten diese, um endlich Licht ins Dunkle zu bringen. Es verging Monat nach Monat und es wurde einfach keine Verhaftung vollzogen und die Spannung wurde immer größer. Alle wollten einfach nur wissen, wer hinter so einer schrecklichen Tat stecken konnte, doch es gab einfach keine neuen Informationen von den Behörden. Ganz Perth wollte antworten. Doch was sie nicht wussten, die Behörden hielten sich in diesem Fall extrem bedeckt, denn sie folgten einer Spur. Am Anfang tappten sie noch im Dunkeln, doch nach der Zeit konnten sie endlich eine Spur finden, die sie womöglich zum Täter bringen konnte. Denn der Täter, egal wie professionell er war, er hatte einen entscheidenden Fehler gemacht, der nun auch die Polizei auf seine Spur bringen würde. Der Hitman hatte nach der Tat seine Waffe zu einem lizenzierten Händler gebracht, damit dieser den Gewehrlauf ersetzen würde. Er kam dann eine Woche später wieder, um seine Waffe beim Händler abzuholen. Da die Behörden so gut wie alles in den Augen hatten, hatten sie auch davon mitbekommen, denn die Waffe, die beim Händler abgegeben wurde, hätte auch die Tatwaffe sein können. Als der vermeintliche Hitman das Geschäft des Händlers betreten hatte, waren die Behörden direkt auf seinen Spuren. Er hatte eine riesige Zielscheibe auf seinem Rücken, ohne dass er es wusste. Die Ermittler begannen dann damit scharf in seine Richtung zu ermitteln und wie es so schien, war er wirklich der Täter. Die forensische Analyse hatte dann schlussendlich auch ergeben, dass die Patrone, die am Tatort gefunden wurde, höchstwahrscheinlich von dieser Waffe abgegeben wurde. Die Ermittler konnten den Hitman dann auch weiters mit dem Tatort in Zusammenhang bringen, denn er hatte sich am Tag der Schüsse bei dem Motorplex aufgehalten und in der Nähe von dieser Location mussten die Schüsse abgegeben worden sein. Die Behörden behandelten ihn dann als den Hauptverdächtigten und so wurde er dann 24/7 unter Beobachtung gestellt, bis er dann schlussendlich verhaftet wurde. Er wurde dann schlussendlich im März verhaftet und die Anklage war Mord. Die Behörden gehen fest davon aus, dass er der Verantwortliche für den Tod von Nick Martin ist. Wie sich dann herausstellte, war er wirklich der Täter, denn er hatte sich dazu entschieden, mit der Polizei zu kooperieren und so gab er ihnen auch neue Informationen. Durch seine Informationen konnte er einer lebenslangen Haftstrafe entgehen. Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige zuvor im Militär aktiv und daher wurde auch jedem klar, warum diese Tat so professionell verübt werden konnte. Doch wer ist Nick Martin überhaupt? Er war grundsätzlich ein hochrangiger Boss der Rebels, die auch gleichzeitig eine von den mächtigsten Rockervereinigungen sind in Australien. Doch werfen wir einen näheren Blick darauf. Der Rebels MC ist ein sehr bekannter Club in der australischen Unterwelt. Zu seinen Höchstzeiten konnte der Club um die 70 Chapter vorweisen, wobei sie auch um die 1000 Mitglieder gehabt haben sollen. Zu dieser Zeit waren die Rebels auch der größte Club des Landes. Die Rebels haben auch eine ziemlich lange Geschichte in Australien, denn sie wurden schon Ende der 60er gegründet und von da an konnten sie sich immer weiter etablieren. Die australischen Behörden gehen davon aus, dass der Rebels MC eine kriminelle Organisation ist, doch die Rocker sind einer eigenen Auffassung. Laut ihnen sind sie einfach nur Motorradenthusiasten und keine Gangster. Über die Jahre hinweg konnte sich eine Familie extrem im Club etablieren und das war die Weyer-Familie. Sie konnten durch die Ränge hinaufsteigen und viele von ihnen konnten Führungspositionen einnehmen, wobei Damien Weyer der nationale Präsident sein soll. Die Rebels waren immer wieder in den Augen der Behörden. Kurz nach der Jahrtausendwende kam es auch zur ersten großen Razzia gegen den Club.
Die Behörden hatten zuvor viele Ermittlungen angestellt und nun waren sie bereit dazu, einen großen Schlag gegen den Club zu verzeichnen. Sie durchsuchten Clubhäuser und konnten dabei Drogen und Waffen finden. Dadurch konnten auch Mitglieder der Rocker verhaftet werden. Darunter waren auch zwei Mitglieder, die unter schwereren Anklagen verhaftet wurden. Die Behörden gingen davon aus, dass sie die Mörder des Bandidos-Members Ross Brand gefunden hatten. Dieser wurde tödlich verletzt, als er vor dem Bandidos-Clubhaus gestanden war, als plötzlich Schüsse fielen. Dann wurde es ruhig um den Rebels-MC bis ins Jahre 2009. Dieses Mal war die Razzia der Polizei noch größer, denn sie hatten sich darauf vorbereitet, einen landesweiten Schlag gegen die Rocker zu vollziehen. Unzählige Polizisten machten sich dazu bereit, die Clubhäuser der Rebels an den verschiedensten Standorten zu stürmen. Die Razzia war wieder einmal erfolgreich und so konnten 27 Mitglieder unter den verschiedensten Anklagen verhaftet werden. Das waren aber nicht die einzigen Aktionen, bei denen die Rebels auffielen, denn zu dieser Zeit standen sie auch in einem direkten Konflikt mit den Rock Machine Nomads in Perth. Die Rock Machines waren im Jahre 2008 in Australien angekommen und sie wollten sich wohl auch etablieren. Es hatten sich auch einige Rebels dazu entschieden, die Seiten zu wechseln und so wurden sie zu Rock Machine Nomads. Das sorgte natürlich dafür, dass eine direkte Auseinandersetzung zwischen den beiden Clubs ausbrach. Die Auseinandersetzung soll dann im Jahre 2009 ihren Höhepunkt gefunden haben. Der Kampf zwischen den beiden Rockerclubs war ziemlich brutal und sie bekriegten sich auch auf allen Ebenen. Es kam immer wieder zu Angriffen zwischen den beiden Clubs und hier kommt auch wieder Nick Martin ins Spiel, denn er war zu dieser Zeit schon ein Mitglied bei den Rebels. Nicht nur ein gewöhnliches Mitglied, Nick Martin war der Präsident der Rebels und daher hatte er auch eine Zielscheibe auf seinem Rücken. Es wurden Schüsse auf ihn abgefeuert, doch er konnte die Attacke noch einmal überleben. Die Lage zwischen den Rebels und den Rock Machine Nomads hatte sich mittlerweile wieder ein bisschen gelegt, doch die Anspannungen bleiben weiterhin. Doch wie kam es nun dazu, dass Nick Martin 9 Jahre später bei einem Motorrad-Event sein Ende gefunden hatte? Das Motoplex-Event hatte eine neue Veranstaltung, wo sie Drag Races abgehalten hatten und Martin war auch vor Ort. Nick Martin war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Teil seines ehemaligen Clubs und somit war er auch kein Rocker mehr. Als die Schüsse fielen, wurde nicht nur Martin verletzt, sondern auch ein anderer Mann. Die beiden wurden dann sofort ins Krankenhaus gebracht, doch für Martin kam jede Hilfe zu spät. Der andere Mann hatte noch einmal Glück und er konnte gerettet werden. Ein Polizist sprach davon, dass Martin seinen Status bei den Rebels verloren hatte. Er war für eine lange Zeit der Präsident des Clubs, doch mittlerweile ist nicht klar, warum er genau den Club verlassen hatte oder warum er rausgeschmissen wurde. Vor dem Tod von Martin gab es jedoch noch andere Schlagzeilen. Nick Martin war mit einem Hells Angels aneinander geraten und nicht nur einem beliebigen Mitglied. Es war der Sergeant at Arms. Die beiden kamen in einen Streit in einer Beachside-Nachbarschaft. Der Hells Angels, von dem wir hier sprechen, war niemand geringeres als Dane Brajkovic. Dieser war generell dafür bekannt, dass er immer wieder seine Fäuste spielen ließ. Doch Stand heute ist er auch kein Mitglied mehr bei den Hells Angels. Bei dem Streit damals soll es wohl darum gegangen sein, dass der damalige Rebels-Boss noch ein Tattoo-Studio in der Gegend eröffnen wollte. Das Problem dabei war, dass diese Gegend von den Hells Angels kontrolliert wurde und daher hatten sie auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die beiden hatten sich wohl in einer Bar getroffen, um das Ganze zu besprechen, doch es wurde nicht lange geredet und die beiden kamen ziemlich schnell in einen Faustkampf. Überwachungskameras nahmen auch auf, wie die beiden zuvor sich die Hände geschüttelt haben und wie es dann kurze Zeit später dazu kam, dass sie sich bekämpften. Nur 2 Wochen danach kam es zu den tödlichen Schüssen. Die Behörden konnten auch einen mutmaßlichen Auftraggeber finden. Dabei hielt es sich um ein Mitglied der Comancheros. Die Behörden gingen davon aus, dass dieser um die $300.000 bezahlt haben soll, damit Nick Martin aus dem Weg geräumt wird. Der Fall ist aber noch nicht ganz aufgeklärt, wer nun wirklich der Auftraggeber dahinter war. Die Zeit wird wahrscheinlich die Wahrheit mit sich bringen, doch nun würde mich eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.